Welcher Lehrberuf ist der richtige für mich? Eine Frage, der sich viele junge Menschen stellen müssen. Heuer fand der Tag der Lehre bereits zum 10. Mal statt. An unsere Besucher erwarten wir unsere zukünftigen Lehrlinge. Sie können gern bei den unterschiedlichsten Stationen mitarbeiten, Sachen ausprobieren, sie mit unseren Lehrlingen austauschen. Wir haben vom ganz klassischen Lehrberuf, Bürokaufmann, Frau, bis hin zur Vermessungstechnikerin, Elektronik, Elektrotechnik, im Verkehr haben wir. Ja, Ziel ist es natürlich, dass die zukünftigen Lehrlinge von uns wirklich mit Händen mitarbeiten können, Sachen ausprobieren können, sie zu guter Letzt direkt mit der Personalabteilung austauschen können, Bewerbertipps einholen, wie man Lebenslauf am besten schreibt und eben auch die zukünftigen Ausbilder und Chefs kennenzulernen. Los geht's in der Lehrwerkstätte der Salzburg AG. Ausgebildet wird bei uns eben der Maschinenbautechniker und der Maschinenbautechniker Elektrotechniker, die was im Doppelberuf machen. Und eben an der Plasmaanlage schneiden wir sämtliche Materialien her, die wir für unsere weitere Verarbeitung in der Blechbearbeitung brauchen. Bei uns ist eigentlich das Interesse sehr gut. Ich sage, unsere Lehrlinge durchlaufen eigentlich eine relativ gute Ausbildung, eine breite Ausbildung, die auch in der Salzburg AG im ganzen Land dann auch gut eingesetzt werden kann. Auch beim Fräsen und Schweißen dürfen die Lehrlinge alles ausprobieren und viele Fragen stellen. Was wir da machen, ist Zeichnungen erstellen, 3D-Modellierung. Also ich zeige einer immer meistens dann eine von meinen technischen Zeichnungen, wie ich die Zeichnung erstelle, ein 3D-Modell. Und dann zeige ich nur, wie das mit dem 3D-Druckerdrucker funktioniert. Beim Stand der Energietechniker erfahren die zukünftigen Lehrlinge alles rund um den Leitungsbau, Freileitungen sowie die Reparatur und Instandhaltung. Man erklärt einfach den täglichen Ablauf, was die Partien so dann, wann sie dort eingesetzt werden. Also die Lehrlinge kommen im 3. Lehrjahr zu uns. Genau, also da sehen sie dann alles, vom Mostwechsel bis zum Seilwechsel, zum Trafostationstausch und Kabelreparaturmuffen, das zeigen wir ihnen da alles. Bei den Kabeln, da haben wir quasi unsere Glasfaserkabel da, die was wir im ganzen Bundesland auch verbauen und einblasen und einchatten. Und mit dem wir das ganze Smart Meter aufgebaut haben, die ganzen Internetkunden, also KTV, LWL, die ganzen Anschlüsse, genau, das zeigen wir ihnen da auch. Neu in diesem Jahr ist die Vorstellung des Berufs Vermessungstechnikerin. Wir vermessen praktisch für die Salzburg AG die ganzen Einbauteile und die ganzen Anlagen, technische Anlagen. Und das ist passiert mit Theodolithen und mit unserem GPS-Gerät. Das ist die Grundlage praktisch für die Zeichnung im GIS-System dann. Und das ist ganz wichtig für die Instandhaltung, für die Planung, für die Leitungsauskunft. Egal für welchen Lehrberuf sich die Interessierten einmal entscheiden, die Salzburg AG bietet den Jugendlichen eine Lehre mit Entwicklungsmöglichkeiten und eine Ausbildung am neuesten Stand der Technik. Wenn ihr Interesse an einer Lehre beim Greentech-Unternehmen Salzburg AG habt, dann bewerbt euch gerne unter www.salzburg-ag.at/durchstarterin.